Einen wunderschönen Freitag. Willkommen zurück. Ragnar Mod 6 in Minecraft mit dem Yogi. Hallo, Krea. Hallo. Du, meine Brotmaschinerie nimmt langsam Form an. Ja. Langsam Form an. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass sie schon funktioniert. Langsam Form an. So. Es wird. Ich sagte, es wird kreieren. So. Verkehrt rum. Ach, scheiße, der saugt dann auch ein. Mhm. Schade. Scheint relativ stark einzusaugen sogar. Ja, ist ja halt ein Staubsauger. Dann nehmen wir das. Wieder noch eins. Zack, zack, zack. So, bin noch ein bisschen am Inventar ausräumen hier. Mit dem ganzen Kram, den wir nicht mehr brauchen. Mit deinen Bienchens. Ja, da sollen die Bienchen dann rein. Aber ich muss vorher noch Platz schaffen. Ja, dann machst du mal ein bisschen Platz für die Bienchens, würde ich sagen. Dass die Bienchens ein schönes Zuhause vorfinden. So, was ist denn hier mit dem Withered Tome? Was machen wir denn damit? Hold Shift to see details. Many pages of this tome were destroyed or rendered illegible. Merciless flow of time, but it may still contain useful pieces of ancient studies and lore. You have already read this tome. Achso, na gut. Das hast du schon gelesen. Oh, gibt es hier dann auch Time in a Bottle? Gibt es. Eine Zeitmaschine? Oder auch nicht. Hallo? Hallo? Was passiert hier? Warum leckt es so hart? Okay, das kann ich nicht machen. Okay. Nee, es gibt Time in the Battle. Das heißt, wenn du spielst, sammelt sich da automatisch Zeit drin auf, offensichtlich. Und du kannst die Zeit dann nutzen, um Sachen schneller herstellen zu lassen. Also du kannst die Zeit quasi nutzen, die du eben auf dem Server gespielt hast, damit die dann quasi genutzt wird, um Sachen schneller zu lösen. Also ich habe gerade rausgefunden, wie man das Spiel hart zum Längen bringt, wenn man im Menü ist. Was hast du gemacht? Gib unten in der Suche nicht E ein und lass es auf E stehen. Das ist wahrscheinlich, weil E sehr häufig vorkommt. Richtig, und wahrscheinlich sucht er dann jedes Mal, sobald du da drin bist, alles durch, kontinuierlich. Und sagt dann, ja, finde ich dir. Gar kein Problem. Ich kann das. So, jetzt pushtet er hier raus, wie es sein soll. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich dem jetzt einen Ausgang gebe, erreicht ja der ganz normale Endsight, weil da kommt ja nur einer raus. Ballert der mir hier die wahrscheinlich runter. Nein, tut er nicht. Da rein und hier noch den Kram rausholen. Okay, die nicht, die kann man er sich brauchen. Wegen dem. So. Wir brauchen mehr Zeit dafür. Ach genau, ich wollte mir hier die Ringe anschauen. Exquisite Ring. Was machst du denn? Plus 1 Luck. Renders Pilgrims neutral when worn. Das heißt, wenn ich den habe, brauche ich im Prinzip keine Angst mehr vor denen zu haben. Klingt ganz nice. Allows you to remotely access your Ender Chest via Inventory or Keybind. Auch nice. Müssen wir eine Ender Chest machen. Attracts items with an 8 blocks radius. This can be disabled by holding shift. Bin ich mir jetzt so, ich glaube, am geilsten ist dann wirklich dieser Goldring. Und der Eisenring ist so einfach zu machen. Ja, da mache ich mir so ein Goldring und dann lassen mich die Piglins in Ruhe. Ja, ich würde also, ne, würd ich auch einen nehmen. So drei, vier, oder einen Necklace, da haben wir zwei Plätze für. Falls das existiert. 1, 2, 3, 4.
schmeiß jetzt einfach mal mein Wheatflower so hier drauf. Wir haben 2, 4, 6, 8, 9. 9 Ringslots, also. Aber ich habe doch 10 Finger. Wo sind die Rings? Ach so, man kann runterscrollen. Nö. Doch, man kann runterscrollen. Da sind. Ah, ich hatte nur oben den. Ach, Spellfokus ist. Das ist gar kein Ring. Okay, wir haben sehr, sehr, sehr viele. Wir können sogar drei, vier Gürtel tragen. So, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall diesen Gold-Ding nicht mehr. Also glaube ich, dass ich das da reinschmeißen kann. Und dann schmelzen wir den Goldhelm mit ein. Oder sollten wir es erstmal testen? Ich glaube, wir testen es erst. Bevor ich den Goldhelm wegschmeiße. Gib mir diese Items. Los. Möchte er nicht. Dann stehen die jetzt einfach wegfallen. Die Mana-Ringe und so, die kommen auch irgendwann noch dran. Da gibt es so viele Ringe. Ich mag an sich auch den Magnetring. Allerdings wäre es halt nervig, wenn da drüben irgendwo Items rumliegen, weil du gerade Ja, ausräumst und schwupp. ich nehme das Ganze auf, ja. Ist auch nervig. Gehen wir wieder Wir darüber und machen das gleiche hier nochmal mit vier. Feuer, oder? Ja, können wir eigentlich machen. Ja, Goblin Trader, ich weiß, du bist auch am Stissel. Ein Goblin Trader ist halt auch da, ne? Darf man nicht vergessen. Eins backt, 10 sind noch drin. Das aktuelle Backende ist ja das, oder? Oder ist das aktuell backende Szene? Egal. Ja, dann machen wir hier mal voll auf 15 jetzt. Dann haben wir den optimalen Verbrauch. Den optimalen Verbrauch. Das Schild können wir auch mal wieder hier dran machen. So. Willst du Goblin mein Trader, Yogi ich sehe dich. sein? Oh, bin dein Yogi. Dankeschön. Ich stecke ihn mir selber an, ne? Du hast das jetzt ja nicht gemacht, aber ne? Oh, So, plus was eins war das Glück. andere? Führen, ab ins Casino. Ab ins Casino, wir haben Glück. Ich wollte noch diesen Kristall machen. Aber das hieß nicht Kristall, oder? Trader, gehen Sie mir nicht auf den Zeiger. Inside for Crystal. Genau, da brauchen wir die Bottle of Enchantment, dafür brauchen wir Experience Droplet. Oder wir brauchen Maschinen, die haben wir nicht. Villager Trades. Ja, haben wir nicht. Oh Deswegen habe ich das Mann, nicht nicht. gemacht. So. Ich werde mich dann trotzdem, glaube ich, ein bisschen offscreen mit den Bienenmods beschäftigen müssen. Das ist komplexeres Ding, sagst du? Ja, nicht unbedingt, weil es komplexer ist, einfach weil es viel ist. Es ist riesig. Und ich weiß eben aktuell nicht, was ich damit wie tun muss. Schon, gib mir. Geben Sie mir. Geben Hätte Sie mir allerdings wieder. natürlich trotzdem gerne die Möglichkeit, dieses Ding zu machen, um einfach nur XP zu sammeln. Aber wir haben halt einfach keine XP-Bottle. Gut, dann eben Bottle nicht. of Experience. Gehen wir nochmal Da, pennen da, da. und schauen nochmal nach, welche Mod das war mit diesem Tablet. Damit wir dieses EMC-Kram machen können, dann haben wir Also ich weniger. glaube, das, was du vorhin gesagt hast mit dem I irgendwas, das klang auf jeden Fall sehr nach richtig. Project E. Ja. Das kann sein. Ist es nicht. Okay. Wenn ich das hier. Doch, da, Transmutation. Oh mein Gott. Aber ein bisschen Material, sagst du? Aber es ist Project E, du hast recht. Ich werde mich mal ganz kurz hier etwas höher bauen und dann
mich kurz damit beschäftigen, indem ich hier mal ganz kurz mir so einen kleinen Rahmen baue, damit ich safe bin. Weil Yogi beschützt mich ja nicht. Nee, ich bin nicht der Beschützer. Also, du hast eine Guard-Beam, die kann dich beschützen. Ich glaube, der Transmutation Table ist es, ja. Creative Essence. Dafür braucht das, da kommen wir niemals dran, ey. Holy shit. Dafür brauchen wir Ultimate Crafting Table Tier 4. Ah ja. Und dafür brauchen wir die Dreier plus Ultimate Components. Und wir brauchen Zweier, wir brauchen Einser. Dafür brauchen wir Basic Components. Dafür brauchen wir Lumineszenz. Okay, das ging noch als Glowstone. Das könnte man also theoretisch machen. Okay, okay, okay. So, sprich, wir kämen auf Tier 1, kämen wir Black Iron Ingot. Können wir nicht machen, außer wir haben Energizing. Und dann brauchen wir 10 Millionen FE. Ja, das ist ja nicht viel. Dafür brauchen wir Pewter Ingot und ein Pewter Ingot ist aus Blend. Und das Blend ist ein Eisen und ein Lead. Also das würde man kriegen. Aber wir brauchen da 10 Millionen FE. Das heißt, da sitzen wir lange dran. Außer wir haben irgendwie einen großen Stromgeschichte. Ja, nee. Also ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele Dings bauen wir. Ja, also ich glaube, wir werden niemals zu diesem Transmutation Table kommen. Ja, aber das kann doch nicht so krass sein, dass man so viel Zeit. Also, ne, das kann ich irgendwie so nicht akzeptieren. Und wenn du das Tablet haben willst, brauchst du noch 4 Dark Matter Blöcke. Im Prinzip brauchst du den Philosopher's Stone, dafür brauchst du auch den Tier 4. Oh, es gibt zerbrochenes Glas. Oh mein Gott. Also ich glaube, wenn du weißt, also ich weiß das, wenn du weißt, wie es geht, ist es natürlich geschenkt. Wie schnell meine Hand halt sich nicht, bewegt, halt nicht. Aber gefühlt baue ich trotzdem nicht wirklich ab. Guck mal, ich muss jetzt mal zeigen, wie schnell meine Hand sich bewegt, wenn ich was abbaue. Ich weiß nicht, ob du siehst, aber ich denke schon. Warte, wir gucken einfach mal. Hier, mach du mal, du baust mal den Sand ab, ich baue den Sand ab, okay? Warte, mit der Hand. Ja. Warte, ich muss eine Hand freikriegen, ich habe natürlich keinen Platz, weil das so. Du gehst jetzt da hoch. Okay, 3, 2, warte, ich muss mein Inventar erst leer machen. So. 3, 2, 1, go! Man bist schon ein bisschen schneller. Ja, aber nicht die Welt. Nee. Dafür, dass du wie ein Gestörter da rumzuckst. Und ich habe Haste 3. Du hast nicht zufällig noch Brass Funnels? Nee. Habe ich eigentlich noch was in meinem anderen Backpack oder habe ich ihn ausgeräumt? Den habe ich ausgeräumt. So löblich von mir. Ja, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ja, also Transmutation Table, schön und gut. Da werden wir wahrscheinlich wirklich erst drauf kommen, wenn wir uns mit allem anderen beschäftigt haben. Und dann brauchen wir es nicht mehr. Gefühlt. Lagerfeuer. Ich sollte nicht auf Deutsch suchen. Fire? Breeding Bees. Da, im Fire. Gut, dann müssen wir also gucken, womit man es breeden kann. Da gibt es Mutationen. Aber wir brauchen eine Mechanical Centrifuge, damit wir überhaupt diese Dinger machen können. Ich hab drei Holz, ich hab Sticks und da hab ich auch Kohle. Ja, das ist doch wunderbar. Dann kann man das ja bauen. Schöne Grundfläche aus Holz bauen. Dann machst du eine Kohle drauf und dann machst du hier noch schöne Stickies drauf. Hast du 1A Lagerfeuer. Mhm. Man kann es automatisieren. Also wir brauchen im Prinzip für jede Biene ein eigenes Zuhause. Na klar. Okay.
können einen Honiggenerator nutzen. Das heißt, wir können aus Honig dann Strom machen. Wie viel Strom? Ist das lohnenswert? Weiß ich nicht. Das wäre dann wahrscheinlich ein einigermaßen guter Kreislauf, aber Enderbiegen. It's the circle of life. Apiary is part of a 775 multi-block, which contains the main apiary block and the apiary storage block and an optional apiary breeder. Okay. Also muss man sich wirklich komplett einmal durcharbeiten, womit es wann wie geht. Wieso, weshalb, warum? Und was man eventuell machen muss, damit man sie eben zu dem Level bekommt, dass sie wohl so groß sind. B-Jar habe ich, das hat schon funktioniert. B-Box. B-Boxes are able to hold up to 10 Bees at a time. Oh, nice. Das ist doch schon mal eine Ansage. Ja, dafür brauche ich nur Bienenwachs. Kann man sogar direkt alle Bienen aus den Dingen rausholen. Okay. Man kann verschiedene Bierhives craften. Im höchsten ist 4. Und in den höchsten kommen dann 10 Bienen rein, oder was? 16. Naja. Und maximal 20 Honeycombs und Zeit, die braucht es minus 20%. Was braucht man dafür? Nether Quartz, Honeyblock, Zombie, also irgendwelche großen, komplizierten Honeyblock-Geschichten. Aber es fängt im Prinzip einfach nur an mit einem normalen Beehive. And it all started with one hive. Ja, da muss man dann ein Nest klauen und das mit Gras machen, damit es ein Tier 1 Beehive wird. Und das musst du mit Beeswax oder mit Honeycombs verschiedener Art ummachen, damit es Tier 2 gibt. Und das braucht dann Beeswax Block und was weiß ich was für Blöcke. Honey Tanks. Purpur. Nether. Kann 32 Eimer machen und Purpur 128 Eimer. Dafür müssen wir allerdings... Wobei, Purpurblöcke könnten wir auch so finden. Purpurblöcke? Ja. Die sind eigentlich Standard, die aus, eigentlich im End. Okay. Wo die Gebäude draus sind, aber wir haben ja auch hier ein paar Endhäuser gefühlt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es auch hier finden, ist vorhanden. Eventuell, ja. Oh, Apiary braucht einen Netherstar. Ja, wenn es sonst nichts ist. Klingt schon wieder komplizierter. Ja, Netherstar kriegst du, wenn du einen Wither besiegst. Ach so, na dann. Dann ist das ja eine ganz einfache Geschichte, sagst du. Also ich glaube, dass dieses Bienenprojekt tatsächlich was wäre, was offscreen gemacht werden muss, weil sonst bin ich einfach jahrelang nur mit diesem Ding hier beschäftigt. Not it. Zumindest ist es jetzt meine Vermutung. Ach, du bist das, der da rumläuft. Ja, das bin nur ich, das ist kein Monster, alles gut. Also ich werde dann mal gucken, das wäre im Prinzip sogar was, dieses komplette Bienen halt zu erkunden, wenn man das in einem Stream machen würde. Problem ist daran halt dann, dass das Timing halt passen muss, wann wir dann aufnehmen, damit es eben keine Verwirrung gibt. Bezüglich der Rangfolge. Ein Gelb war das letzte. Smoker.
Okay, 2, 4, 6. Das würde ich nämlich noch schnell machen wollen. Ja, ich würde hier auch gerne noch was zu Ende machen. Ne? Also, kein falscher. Achso, das will ich ja. Da habe ich ein Brot einstecken. Nein. Lagerfeuer. Habt ihr es überhaupt? Das wäre die nächste Frage. Dreimal, einmal. Wofür brauchst du Graphit? Ich? Ah, ich habe das mit Shift reingemacht, weil ich's. Das hasse ich. Dass es nicht direkt stackt. Der hat die Kohle jetzt oben reingetan. Statt in den unteren Teilen. Weißt du, was ich meine? Ja. Er hat, ja, jetzt die Kohle jetzt verbraten, statt sie unten als Ding hinzumachen. So, damit haben wir den Smoker. Jetzt brauchen wir noch einen Bellow. Und dann verbinden wir die beiden. Dann haben wir den Smoker gemacht. Sehr gut. Ha. Schauen wir mal drüben ganz kurz beim Yogi vorbei. Benebeln ihn. Nein, nein, nicht bemebeln. Ich bin schon hier, ne? Hilfe. Oh, verdammt, das hat eine Haltbarkeit. Okay, dann sollte ich nicht dauernd drücken. Wie so ein Irrer. Dann kann ich unendlich benebeln. Ja. Warte. Ich muss ganz kurz, ne? Also ich muss hier ganz kurz noch was testen. Weil wenn das funktioniert, bin ich hier quasi... Klappt das jetzt besser? Ja, das sieht doch schon besser aus. Du machst Brot. Ich sehe, dass da sowas passiert. Ja, ich habe mein Feuer eben eins zu... Ja! Okay, dann warte. Dann guck mal ganz kurz. Wie heißt das? Dann machen wir heute die Episode noch ein bisschen länger als sowieso. Aber dann würde ich das komplett fertig machen. Wir brauchen dafür aber dann noch eine entsprechende Box. Shit, wie hieß das? Was für eine Box willst du denn jetzt haben? Das ist an. Da oben hier. Fehlt noch der Funnel. Nee, so heißt... Wie heißt das denn? Das ist so, die Maschine ist fertig. Hier wird der Weizen geerntet. Da machen wir noch ein paar mehr dran, dass der mehr erntet als nur die bisschen. Dann fährt er einmal seinen Kreis. Und dann connecten die beiden Pferde. Jetzt weiß ich, wie es heißt. So Dinges. Heißt er. Dann fährt es hier hoch. In diese unsagbar gute Kiste rein. Die ich jetzt nicht mehr anfassen kann. Aber in Ordnung. I don't care. Den hier. Da schmeißt er den Weizen raus. Wie viel Stein hast du? Der wird gemahlen. Stein gar nicht. Ah doch, 7 Stück habe ich. Perfekt. Nehme ich. Die Episode wird länger, aber ich will das Ding jetzt fertig haben. Dann bauen wir es komplett fertig. Was hast du denn jetzt vor? Ja, wirst du sehen. Ich brauche die Steine. Die hast du wo? Die habe ich dir gerade hier hingeschmissen. Habe ich nicht. Ja, warte. Ich hab's wieder eingesammelt. Und ich geb's dir wieder. Okay. Ich brauche bitte, das könntest du gerade mal machen, 2 Pistons. Warum brauchst du denn jetzt Pistons? Folge wird länger, aber weil das Ende unserer Aufnahmesession ist für heute, würde ich das gerne noch fertig machen wollen. Gehen wir meine Brotfarm in die Luft sprengen. Richtig. Okay, wir brauchen da. Ganz normale Pistons oder was? Ja, stinknormale Pistons. Brauche ich ja Cobblestone. Habe ich sowas? Kisten haben wir hier. Und dann Kiste. Wir haben halt einfach keinen Cobblestone. Was ist denn los hier? Eine? Zwei? Was? Zwei? Pistons. 2 bitte. Hast du auch noch ein Iron Ingot bei dir? Bringst mir Redstone 2 mit? Redstone, ich weiß nicht, wo du bist. Du bist drüben bei dir, ja. Ja, und ich habe Iron Ingots hier, ja. Perfekt, dann machen wir das nämlich auch fertig.
Was hast du denn vor? Wirst du sehen. Wirst du sehen. Das ist gut. Das ist gut. Ich meine, hier muss entsprechend natürlich noch eine Kiste hin, wo das Zeug rauskommt. Ja, oder? Die mache ich. Ich mache jetzt okay. Das Finish. Ich mache jetzt den Finisher. So, hier, du brauchst wie viel Redstone? Hast du gesagt 2? Da liegt Redstone. Dankeschön. Krian macht den Finisher. Ich brauche dann noch. Ich brauche dann noch einen Eisenblock und die beiden Ding von dir. Die Eisenblöcke bekommst du in der großen Doppeltruhe da drüben. Da, ein Eisen. Wenn ich jetzt noch die beiden Pistons von dir kriege, dann läuft das. Das andersrum waren die. Ja klar, war das andersrum. Natürlich. Warum kann ich das? Ich brauche nicht lange Pistons zu bauen. Nein, nein. Und dann können wir nämlich hier noch diesen Chunk Force loaden, dann lassen wir. Nee, ist sowieso egal, weil wir den Server eh abstellen. Den Server machen wir eh aus. Also das ist relativ latte. Ich habe zu wenig Cobblestone mehr geholt. Auch mal kurz noch. Wie viel brauchst du? So, fertig. Ah, nehme ich auch. Gratis Cobblestone. Immer gut. Jupp und. Und dann nach hier oben 3. Das kommt nach oben. Das kommt hier hin. Da ist die zweite. Und die geben wir direkt dem Krier. Da. So. Machen wir das hier. Machen wir das hier. Wir brauchen einmal ein Brot. Aber Brot kann man nicht mehr so quaben. Hast du ein fertiges Brot? Interessanterweise nicht, weil hier keins rauskommt. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Wo soll denn da welches rauskommen? Was machst du denn da? Unten an dem Funnel. Was mich eher irritiert, warum geht der Teig jetzt nicht hier runter? Teig geht jetzt da runter. Ah, okay. Gleich kommt da unten eins raus. Ja, wir machen das aber anders. Ja, weil dann hast aua, du eins. Aua, aua, aua. Nicht ins Feuer springen. Weil du kannst auch das Ding, weil ich baue dir das Ding hier ab, dann, warte, dann baue ich den Funnel hier ab, sagst du? Warte mal, wir warten. Nee, ja. Ich kann nicht abbauen, weil sonst schmeißt der mir alles raus. Das wäre natürlich blöd. Weil nur durch den Funnel funktioniert das ja, dass da Brot rauskommt und nicht Teig. Ich hätte hier ein Brot. Hier. Gut. Hier. Dusch, da jetzt habe ich's. So. Jetzt machst du da einen Funnel dran, an dieses Ding, damit er reinläuft. An wo? An das Teil, was da ist. Von hier aus. Ah, das klappt nicht. Da klappt es, glaube ich, nicht wegen dem Feuer. Ich glaube, das wird nicht gehen, oder? Wir können den Funnel auch. Also du müsstest deins eins tiefer setzen, dann könnten wir den Funnel auf die Seite von dem Maßband tun. Ja, machen wir es so. Das dürfte ja funktionieren. Wobei dein gebrochenes Glas jetzt wahrscheinlich oben das Laufband blockiert. So, dann mach da mal. Dann Funnel jetzt funktioniert. Ich glaube aber nicht, weil das Feuer da blockiert. Das ist halt sehr eng gebaut hier. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Nee. Das können wir ja ändern, warte. Wenn wir jetzt hier drauf so einen machen, dann hüpft da das Brot raus und da drüben wieder rein. Gut, mach das beides ab, wir lassen es dann doch sein, es hat keinen Sinn, sonst hocken wir noch eine Stunde da. Ja, aber warte mal. Weil der Platz mal. Ist einfach viel zu eng, das wird so nicht funktionieren. Ich weiß nicht, warum du da Sachen da reinschmeißt von dir. Nee, ja, das ist gerade tatsächlich keine Absicht. Kann ich da nicht drauf zugreifen? Auf was denn? Auf die Truhe unten. Das Ding kannst du einfach abbauen. Ja, aber ich würde gerne drauf zugreifen, reingucken. Kannst du nicht, das ist nur für ein einziges Teil. Da soll einfach nur Brot rein, ohne Ende. Weil da passen 128 Stacks rein aktuell. Ah ja. Und wie komme ich dann ans Brot dran? Wenn da welches drin wäre, könntest du es einfach rausholen. Da ist keins drin. Ah, du hast okay. Da das rausgepumpt mit deinem Dingversuch. Jetzt ist Brot drin. Aha. Aber können wir nicht mit zwei Endeset-Funnels, den einen im Prinzip hier oben drauf, dass der rausspeist und der andere, dass der dann einsaugt? Das ist ja unsicher. Dann hast du lauter... Lauter Entities, die da rumfliegen, und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Okay. Na gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Bleibt gesund, haut rein und bye bye.
Auf Wiedersehen.